Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir befinden uns mal wieder zur Abwechslung auf dem Main. Ne, hier waren wir ja jetzt schon ein bisschen nicht mehr gewesen. Und ja, der Legendary Dungeon ist vorbei. Ne, er ist hier noch gerade noch so 6 Stunden noch aktiv, bevor er hier verschwindet. Und ja, jetzt kehrt der Alltag wieder hier ins Game ein. Ne? Und ja, wir können mal schauen. Das sind auf jeden Fall die Statistiken, die ich hier habe auf dem Main. 24 Runs gemacht, ja, davon der günstigste mit 5 Überlebungen ja, durchgekommen. Bin aber nicht viel so auf Flüchten gegangen, also ich habe wenig diese Flüchtlingsrunen genommen, ja. Und ja, weil ich halt mehr so ein bisschen auf die Kisten gegangen bin, ein bisschen mehr auf Gold. Ich habe die Leichen aufgehoben, weil ich greedy bin und halt, wie gesagt, ein bisschen mehr auf Gold gegangen bin und habe in 24 Runs 3,1 Milliarden Gold gefarmt. Das ist ganz nett auf jeden Fall, so für nebenbei. Trotzdem natürlich eine sehr teure Angelegenheit, das Ganze. Ich habe mich jetzt noch hier eingerüstet mit vielen Epics. Ne? Mein Inventar ist hier zum Brechen voll. Leider nicht so viele Waffen gefunden. Das ist ein bisschen schade. Da hätte es ein bisschen mehr sein können. Aber ja, sollte nun mal nicht sein, weil gerade die bringen ja sehr viele Kristalle, wenn man die dann schön transmogt zu den besten Items, bringen die natürlich dann ein bisschen was an Kristalle ein. Ich habe jetzt nicht sehr viele Kristalle. Habe hier jetzt nicht mal 1 Million so. Ne? Also da möchte ich schon ein bisschen mehr noch erlangen. Aber ich habe halt auch in kürzlicher Zeit halt sehr viel in meine Item-Upgrades gegeben und deswegen, ja, habe ich da natürlich dahingehend das meiste an Kristallen hier drinne und wenig auf der Bank vom Schmied, ne? Auf dem Magier habe ich auch noch ein paar Items, die sind teilweise auch noch 5-mal verbessert, die zerlege ich jetzt aber nicht, die können meinetwegen noch hier auf dem Marquard weiterhin bleiben, da werden sie ja nicht weniger in der Zeit so, ne? Deswegen ist das ja auch noch ein sicherer Spot, wo man seine Kristalle aufbewahren kann, werde aber meine Begleiter nicht mehr in Zukunft weiterhin hier 5-mal verbessern. Ne? Das höchste der Gefühle ist 2-mal, weil das kostet kaum Kristalle, 2-mal ein Item zu verbessern, aber alles darüber ist dann nachher schon zu teuer. Genau, mein alter Ego habe ich auch noch ausgerüstet, das hat hier auch noch, also ich versuche natürlich jeden Slot zu nehmen, den man kann. Hier ist auch noch eine Waffe drin, ne? Es sind auch noch mal ein paar Kristalle mehr und jetzt werde ich die Tage dann wieder hier alles, ja, denn zerlegen schön, jeden Tag ein bisschen was, ne? 5 Items am Tag kann man jetzt zerlegen, das Schmiede-Event mit 15 Sachen am Tag zerlegen ist jetzt auch vorbei, ne? Der Legendary Dungeon bringt einen ja immer das ein oder andere Epic ein und ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal in die Dungeons rein. Ja, schon lange nicht mehr gewesen hier auf dem Account. Dr. Abawuwu, das ist ja ein Gegner gewesen, der, ja, den ich schon fast besiegt hätte, sage ich mal. Und ja, wir gucken mal, welche, ja, was für Tries wir heute hier anrichten können beim Abawuwu. Dann werden wir auch noch mal zum Poseidon schauen. Ne, im Olymp. Mal schauen, was da so geht. Wir werden mal ein bisschen, nicht allzu viel, mal ein bisschen reintryen, so, ne, was in der Zwischenzeit jetzt so geht. Wir haben ja schon lange keine Dungeons mehr probiert hier auf dem Account, deswegen, ja, ein bisschen Improvement haben wir ja hier auch gemacht zwischendurch. Haben jetzt hier fast 42k Basis-Stats hier und hier habe ich noch immer die 81k. Hier hat sich ja jetzt nicht so viel getan. Ne? Ab 200k habe ich halt aufgehört, auf Intelligenz erstmal zu gehen und gehe erstmal auf Ausdauer. Werde ich wahrscheinlich erstmal auf 150k hochziehen, so. Weiß ich nicht ganz genau. Es könnte so, ja, so 150k Ausdauer. Dann vielleicht nachher wieder ein bisschen mehr Intelligenz. Mal schauen. Werden mal abwarten, was passiert. Ne? Aber wir gucken erstmal rein. Ich würde mal sagen, wir fangen mal erstmal beim arglistigen Abawuwu an. Mal schauen, denn meine Begleiter, gut, die haben sich jetzt nicht viel verbessert, aber ich glaube, der ein oder andere hat noch ein Legendary-Item noch bekommen, neues, ja, hier Bertram hat eine neue Waffe bekommen, ne, der hat, ich habe zwar keine 60% Schadensrune bekommen, aber 59 Feuerschaden ist natürlich noch besser als eine 60 Eisschadenrune, die ich, ja, habe und ich bekomme fast nur Eisschaden. Das Ding ist, gegen Abawuwu ist das jetzt nicht weiter wild, weil der macht keinen elementaren Schaden, deswegen hat er auch keine elementaren Widerstände, aber beim Poseidon, da macht es schon Unterschied aus und deswegen, ja, gucken wir dann nachher auch mal rein. Ich hatte nämlich mal ein Free Try eben gegen Poseidon gehabt
Und da sahen die Tries wirklich gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Ne? Deswegen ist es natürlich cool. Immer so 300 Millionen, das ist, ja, ich sag mal, auf meinem Level ist 300 Millionen nicht viel, aber irgendwo ist es doch viel, weil bis ich hier auf dem Level 300 Millionen Erfahrung durch Quest und Daily Stuff und sowas zusammenbekommen habe, da vergeht einiges an Zeit. Ne? Deswegen ist es schon ganz cool, wenn man mal so 300 Millionen einfach so bekommt. Die Tries sehen echt nicht schlecht aus. Ja, aber das ist halt ein Magier. Das heißt, meine Kunigunde hat nicht viel Chancen gegen den. Das heißt, die Kämpfe könnten relativ konstant aussehen, teilweise. Ne? Das heißt, dass wir auch nicht viel besser abschneiden können. Das ist ein ganz guter Try. Wir gucken mal, was sich da jetzt so machen lässt. Ne? Und ja, wie gesagt, also 300 Millionen haben oder nicht haben, das ist halt auf meinem Level. Mittlerweile sehe ich es halt so. Früher habe ich so gesagt, ja, wenn ich jetzt einen Gegner besiege, dann ja, komme ich schneller im Level ab und bekomme noch schlechtere Quests. Das stimmt auch irgendwo, weil ja, die Erfahrungspunkte noch weiter runtergehen. Aber das Ding ist, ich bekomme halt deutlich mehr denn nachher durch die Mine. Und das ist so eigentlich mein Haupt, ja, meine Haupteinkommensquelle, die Goldgrube. Umso höher man da natürlich im Level ist, umso mehr Gold generiert die auch pro Stunde denn, ne? Und das ist, ja, nachher im Late Game bringt einen das richtig krass voran. Umso höher man im Level ist, das ist unglaublich krass, was die Goldgrube später an, ja, an Gold produziert, ne? Deswegen verlockt mich das schon. Oh, gute Tries auf jeden Fall, noch ein bisschen höher im Level zu kommen. Und umso mehr fuckt mich das im Nachhinein ab, dass ich diesen Level-Bug nicht mitgenommen habe. So, das, ja, es wäre nochmal sehr, sehr krass gewesen. Dann wäre ich jetzt schon 583, so wie der Kollege hier. Ne? Ich sag's immer wieder, wir hatten immer einen Zweikampf gehabt auf Augenhöhe. Ne? Und jetzt wäre ich wieder ein bisschen vor ihm gewesen mit 2 Level Vorsprung. Ne? Aber so ist er jetzt halt immer 2 Level vor mir. Naja, gut. Kann man nichts machen. Ist so. Müssen wir hinnehmen. Ja. Bisschen Game-Breaking auf jeden Fall, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir ziehen trotzdem weiter unser Ding durch und ja. Dr. Abawuwu will anscheinend noch nicht. Das war mir aber auch klar gewesen, dass wir hier sehr gute Tries machen. Das war, also dass wir ihn besiegen, das war mir eigentlich im Vorhinein klar gewesen. Ich wollte mal nur mal so ein bisschen testen, was hier und da vielleicht so geht. Vielleicht kriegen wir einen neuen besten Try raus oder so. Ne? Viele Pilze werde ich hier nicht reinbuttern. Immer ein bisschen mäßig so, weißt du. Und ja, dann gucken wir mal, was ich interessanter finde bei Poseidon rein. Ja, gut. Bertram macht mit seiner Waffe jetzt nicht sehr viel Schaden. Ne? Auch wenn der jetzt eine neue hat. Aber das war mir eigentlich auch klar gewesen, dass der Bertram jetzt hier keinen wesentlichen Anteil dazu beiträgt. Das Ding bei Poseidon ist aber, dass hier zumindest die Kunigunde ausweichen kann. Und das ist ziemlich huge, weil die kann uns nämlich den Arsch carryen hier. Die kann ziemlich krassen Schaden raushauen. Dadurch, dass wir hier einen Random Faktor jetzt drin haben, und zwar die Kunigunde, stehen die Chancen gar nicht mal so verkehrt, dass die den halt auch wirklich bis, sag ich mal, hierhin so kloppen könnte vom Schaden her, wenn sie halt oft genug ausweicht. So, ne? Ich denke mal mit einer 20er-Kombo oder so. Da könnte der Poseidon hier auch liegen, denn wenn ich noch ein paar Crits raushaue, so natürlich nicht, ne? Aber das ist tatsächlich möglich. So, und dass es möglich ist, das hatte ich schon teilweise gesehen, weil ich den schon auf 5 Milliarden Leben runter hatte oder so. Den Try hatte ich mir allerdings nicht gespeichert gehabt. Und ja, deswegen dachte ich mir, ja, ja auf 5 Milliarden, ja, so bis hier, so hatte ich den schon mal runter gehabt. Und wenn er bis dahin runter, ja, aha. Da war er sogar auf 5 Milliarden eben gewesen. Und wir haben nicht mal großartig viel reingepilzt hier. Deswegen sehe ich das Potenzial für Poseidon eigentlich gar nicht so. Also es sieht gar nicht so verkehrt aus. Ne? Aber ja, wie gesagt, es ist mir, also für mich persönlich ist es wichtiger, eher jetzt von den Pilzen dann halt meine Gegenstände jetzt zu transmoggen und dann zu zerlegen. Für mehr Kristalle, die dann zu sammeln. Ne, darauf konzentrieren, mehr Basispunkte zu bekommen, etc. pp. Als hier sinnlos, sag ich mal, die Pilze in die Dungeons reinzustecken hier. Ne? Aber es wäre auf jeden Fall ein guter Fortschritt, wenn wir eine Etage weiterkommen. Ne? Wäre natürlich ganz nice. Ne? Und danach der Gegner, also Poseidon ist noch ein Gegner, der ist tatsächlich machbar,
Allerdings die Gegner danach, denn die können wir, glaube ich, ein Jahr oder so können wir dann vergessen. Ich glaube, danach kommt Hades und dann kommt der Zeus, ne? Ich glaube, so war es gewesen. Ja, die Gegner, also da werden wir uns noch, da werden uns noch Jahre, ja, vielleicht ein Jährchen oder zwei oder drei, mal gucken, ich weiß nicht ganz genau, die Zähne ausbeißen, bis wir da hinkommen und die besiegen, ne? Weil selbst die besten Spieler der Welt, so mit den meisten Stats etc., die haben den Zeus noch nicht mal down und deswegen, ja, wie sollen wir da großartig eine Chance dagegen haben? Erstmal müssen wir auf das Level hier kommen, ne? Auf diese Stats müssen wir erstmal kommen, um irgendwie ansatzweise eine gewisse kleine Chance zu haben gegen Zeus, ne? Und bis man so eine Stats hier erreicht, da sind wir noch lange, lange von entfernt oder ganz, ganz weit noch von entfernt. Und ja, dann, bis wir die dann haben, müssen wir natürlich auch noch dementsprechend viel investieren, um eventuell irgendwann den Zeus hier, den letzten Gegner im Olymp, zu legen. Aber bis dahin ist es noch wirklich ein sehr, sehr weiter Weg. Und ich glaube, ich würde tatsächlich lieber den Abawufu angreifen noch in meinen Free Tries, die ich habe, bevor ich noch auf Poseidon weiterhin gehe. Wie gesagt, Poseidon, der Random-Faktor durch die Kunigunde. Aber das haben wir hier leider nicht, weil das ist ein Magier, ne? Trotzdem sahen die Tries hier bei Abawufu schon deutlich, deutlich besser aus. Ja. Und danach würde ja ein Krieger kommen. Dann kommt ja der Shakes. Und der Shakes, ja, dann ja, wie gesagt, hätten wir einen Krieger, wäre wieder ein Random-Faktor für die Kunigunde. Und der könnte eventuell sogar noch einfacher liegen als hier der Abawufu. Der bremst uns jetzt erstmal ein bisschen aus. Danach kommt der Fidget, ist auch wieder ein Magier, der wird wahrscheinlich wieder nicht gehen, ne? Aber wenn wir den und Shakes besiegen könnten, dann wären das locker flockige 600 Millionen XP und das ist ja schon mal nicht verkehrt, ne? Alles klar, aber das soll es erstmal für das heutige Video soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.